Hallo und willkommen zu diesem Video. Es gibt hunderte von Stiften mit verschiedenen Härtegraden, TKD-Gummis, Lineale in allen möglichen Formen und so weiter. Ich zeige euch heute, welche Dinge man zum Zeichnen braucht und was die Unterschiede sind, damit ihr euch nicht durch die Foren, Gruppen und Bewertungen durchwursteln müsst. Fangen wir mit dem Grundlegendsten an, mit dem Papier. Viele nehmen normales Druckerpapier, habe ich am Anfang auch gemacht, ist auch gar nicht so schlecht, aber das ist sehr, sehr flatterig. Sehr dünn, auch sehr glatt. Wenn ich jetzt da hier was drauf zeichne und ich merke dann, dass ich radieren muss, wenn ich an die Ränder komme, kann es passieren, dass es so mitgeht. Oder sogar ganz schlimm, dass es knickt. Ja, ist nicht so vorteilhaft, macht dann oft die Zeichnung wieder kaputt. Genau, und es nimmt auch nicht so viel Farbe auf, finde ich. Dann nehme ich lieber diesen Skizzierblock von Faber-Castell und der ist für Bleistift, für Buntstifte und Wasserfarben. Mal ein Blatt raus. Die Blätter sind von der Farbe her ein bisschen gelblicher, sind aber auch einiges dicker, das kann man auch nicht so gut durchsehen, wie jetzt da dieses Druckerpapier. Merkt man schon, das ist viel robuster, viel stabiler. Wenn ich da am Rand was radiere, dann kommt da nichts rum. Das ist ein großer Vorteil. Im Gegensatz beim anderen. Es ist rauer. Ich nehme jetzt mal meinen 4B Bleistift. Mache einfach eine leichte Schattierung. So. Das gleiche versuche ich jetzt hinzubringen auf dem Skizzierblock. Mein Wattestäbchen. Und dann schauen wir mal, welches Papier da besser abschneidet. Jetzt nehmen wir natürlich nicht das eingefärbte, sondern wieder ein sauberes. Ich für meinen Teil finde, dass das viel weicher vom Übergang ist. Kann auch viel weiter rüber gehen mit der Schattierung, also viel großflächiger schattieren. Genau, ist jetzt keine schöne Schattierung, aber man sieht auf jeden Fall, dass ein Unterschied da ist, welches Papier ich habe. Kommen wir nun zu den Stiften. Ich verwende als Stifte meistens nur diese drei, ja, der NF-Bleistift. Zum Vorskizzieren, den 4B Bleistift, Konturen zeichnen und Schraffur oder Schatten, und das Wattestäbchen bezeichne ich jetzt mal auch als Stift, weil es, wenn es eingeschwärzt ist, auch zum Zeichnen ist. F steht dabei für Firm, also das bedeutet, dass der sehr hart ist. Es gibt aber noch härtere Bleistifte, und zwar vom Härtegrad 2H fängt es, glaube ich, an und geht dann bis 8B. Muss ich euch mal einblenden. B steht für Black. Da müsste mehr Graphit drin sein und deswegen macht er auch schön schwarz. Und mache jetzt hier mit dem F-Bleistift eine ganz leichte Schraffur. Jetzt drücke ich mal fester auf. Da. Damit ihr mal seht, wie dunkel der eigentlich werden kann. Ich kann damit ganz leichte Striche ziehen. Also sehr gut zum Vorzeichnen. Jetzt machen wir das mit dem 4B Bleistift. Auch ganz leicht. Ich hoffe, man erkennt einen Unterschied. Und jetzt mal fester. Was man noch als Steigerung nehmen kann, das ist ein schwarzen Stift, ein Polychromos. Das zeigen wir jetzt einfach mal. Den kann man auch einzeln kaufen, muss man nicht ein ganzes Set kaufen, aber wie man eben will. Schaut das ungefähr so aus. Wenn ich jetzt den F-Bleistift anschaue, ist es
schon heller. Das ist so mittel und das ist dann doch noch ein bisschen dunkler. Das drücke ich dann mal fest auf. Mal schauen, was dann passiert. Ja, ist auf jeden Fall dunkler. Also um noch mehr Kontrast reinzubringen, kann ich euch noch empfehlen, Polychromos in Schwarz zu nehmen. Muss aber nicht sein. Also ich habe auch viele Bilder gezeichnet, jetzt nur mit dem F-Bleistift und dem 4B. Aber wenn ihr noch ein bisschen mehr Kontrast reinbringen wollt, dann könnt ihr das noch gerne machen als Steigerung. Stifte haben wir damit durch. Kommen wir zu den Radierern. Ich habe hier einen normalen Radiergummi. Da steht zwar Dust Free drauf, ist aber nicht so, dass der wirklich komplett sauber radiert, sondern da sind genauso noch Flusen dran. Das sind einfach ein bisschen weniger Flusen. Steht ja auch drauf, dass es weniger Radierabfall ergibt. Eignet sich für alle Bleistifte. Für große Flächen nehme ich den ganz gern. Ja, wie gesagt, macht aber diese Flusen, die man eben hier sehen kann, wo dann wieder von der Zeichnung runter gepustet werden müssen oder eben gewischt, wo immer wieder die Gefahr besteht, dass man seine Zeichnung verschmiert. Dann haben wir hier noch einen Radierstift mit zwei verschiedenen Seiten. Einmal die rosa Seite, ist ein bisschen weicher. Und einmal eine weiße Seite, die ist ziemlich hart. Genau, für präzise Arbeiten nehme ich eigentlich ganz gern den. Wie man aber sieht, der zieht auch, hat auch einen Abrieb, hat auch ziemliche Flusen. Genau, dann habe ich seit kurzem auch diesen Tombow Mono Zero. Das ist auch ein Radierstift, aber der ist sehr, sehr dünn. Der ist bei 2,3 mm. Kann man sehen. Ja, ist wirklich sehr, sehr dünn und viele schwärmen ja von dem. Und ich probiere den jetzt auch mal aus. Für Highlights bei Augen zum Beispiel oder Haare, die dann hell sein sollen, weil sie von der Sonne angestrahlt werden. Probieren wir das auch mal hier unten aus. Ich kann euch mal ein Video dazu verlinken von einem anderen Kanal, der damit wirklich, oder die damit ganz, ganz tolle Sachen macht. Ist wirklich beeindruckend. Dann kommt noch einer dazu, der ist aber sehr, sehr wichtig. Das ist der Knetgummiradierer. Das ist eigentlich wie so eine Knetmasse. Wie so Knetmasse. Total wabbelig, kann man in alle möglichen Formen kneten. Kann man auch ein Stück abreißen, wenn man will. Vorteil ist halt, ich kann den in einer großen Fläche nutzen, wenn ich den jetzt eher so breit ansetze und dann eben was radiere. Oder der ist dann ein bisschen eingeschwärzt. Oder ich kann den auch ganz, ganz fein machen. Eher so wie so ein Messer, dass ich da eben irgendwelche einzelne Striche auch reinmache und radiere. Der große Vorteil ist jetzt von diesem Radierer, dass der auch absorbiert und eine Aufhellung schafft, weil er eben so absorbiert. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel immer auf eine Stelle leicht tupfe, kann ich das so richtig schön aufhellen. Das ist halt bei einer Schattierung wirklich toll, wenn ich dann, schau mal, ob es da noch was gut zu sehen ist, wenn ich dann einzelne Stellen noch mal aufhellen kann, wo ich jetzt zu sehr schattiert habe, zu dunkel geworden bin, dann kann ich eine große Verbesserung machen. Ist wirklich sehr gut. Und der radiert auch wirklich spitze. Also wenn ich jetzt diesen F-Bleistift wieder wegradieren möchte, den ich ja auch zum Vorskizzieren nehme, dann kann ich das wieder komplett radieren. Darauf an, wie fest ich aufgedrückt habe. Auch beim 4B kann ich auch wirklich toll aufhellen. Und man hat es gesehen eigentlich, ich weiß nicht, ob es jemand aufgefallen ist, und zwar, dass der keine Flusen macht.
dass ich dort wirklich was radieren kann, ohne dass der mir einen Abrieb hat, weil er es eben so absorbiert. Das ist der größte Vorteil von diesem Radiergummi. Genau, den Knetgummi-Radierer kann ich wirklich sehr empfehlen. Einfach mal ausprobieren. Lohnt sich. Jetzt kommen wir eigentlich zu den Basic-Sachen. Ein normaler Spitzer brauche ich natürlich auf jeden Fall noch. Da habe ich jetzt den genommen von Herlitz. Und zwar, weil der zwei verschiedene Größen hat. Die zwei Größen brauche ich für den Radierstift, weil da nehme ich immer die größere Öffnung. Bei der kleineren ist es so, dass der Winkel nicht ganz passt. Wenn man jetzt den Radierstift anschaut zu einem normalen Bleistift, dann ist der Winkel doch anders. Genau, also Spitzer nehme ich den, kann man zuklappen, zwei Größen, genau, sonst ist nichts dabei. Dann brauche ich auf jeden Fall immer noch, gehen wir da rein, ein längeres Lineal, 30 cm. Brauche ich für die Raster, die ich immer lege, zum Beispiel auch wenn ich Personen zeichne, habe ich ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch auch mal in der Beschreibung. Geodreieck, dass ich halt die Ecken wirklich sauber ziehe, ganz wichtig. Das wäre es eigentlich. Also die Radierer empfehle ich, diese Stifte, Wattestäbchen ist eigentlich kein Stift, aber trotzdem, ich lege es jetzt mal zu die Stifte. Wie gesagt, den Polychrom aus dem braucht ihr nicht unbedingt. Ihr könnt auch nur mit dem F-Bleistift und dem 4B-Bleistift zeichnen. Aber der Polychromos ist nochmal in Schwarz nochmal wirklich Stufe dunkler, bringt nochmal mehr Kontrast rein. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind die Dinge, die ich in diesen 5 Kategorien am meisten nutze und jedem empfehlen kann, der mit dem Zeichnen auch beginnen möchte. Wenn das Video für euch hilfreich war, dann würde ich mich für ein Abonnement freuen, am besten mit Glocke, Daumen hoch und viel Spaß beim Üben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.